Hey, ich heiße Sie willkommen zurück zu Pokémon Platin. Wir sind beim letzten Mal in das Hauptquartier von Team Galactic reinmarschiert, haben da jedem auf die Nase gehauen, der meinte uns zu stoppen, und haben am Ende die Ansprache vom Anführer miterlebt, der scheinbar so ein bisschen diese Welt verändern möchte und hat dann aufgerufen, dass er sich zum Kraterberg begibt, um das Ganze dort einzuleiten. Und dementsprechend haben wir uns jetzt hierhin begeben. Ich habe natürlich jetzt hier zum Glück die Möglichkeit, einfach auf meinen Topschutz zurückzugreifen, den ich ja schon vorher beim ersten Versuch hier durchzulaufen gekauft hatte. Und jetzt müssen wir aber trotzdem mal herausfinden, wie zum Kokoko es jetzt hier genau weitergeht. Denn wir haben uns Richtung Süden hier bei diesem Eingang begeben gehabt, da ging es nicht weiter. Wir haben dann uns nach Norden begeben, da mussten wir dann auf Auflockern zurückgreifen, konnten dann, wenn wir ein bisschen weitergegangen sind, wiederum den Berg relativ schnell verlassen, um nach Blizzard zu kommen. Und da bin ich dann dementsprechend mir noch nicht ganz sicher, wo man jetzt genau langlaufen muss. Vielleicht muss man, das ist so die Vermutung, die ich jetzt einfach habe. Oh, bist du neu? Ich meine, du warst vorher noch nicht hier. Und zwar, es gibt einen Bereich, wo Wasser war. Und vielleicht kann man da sich irgendwie hochbegeben. Es ist unmöglich, von hier auf den Gipfel des Kraterbergs zu kommen. Ach nö, hätte ich von der Erzlingseite aus aufbrechen sollen? Es war also keine gute Idee, es von der ewig genau Seite aus zu versuchen. Oh, und die versteckte Maschine Surfer könnte ich auch gebrauchen, oder? Ha, das verstehe ich nämlich nicht ganz, denn hier ist im Endeffekt der Weg von der anderen Seite aus. Das ist jetzt... Moment, lass mich mal... Ne, ich bin schon richtig hier. Lass mich kurz mal auf die Karte gucken. Was hast du mir da erzählt? Oh, von da unten... Lass mich das trotzdem mal ganz kurz testen. Wenn wir hier schon mal gerade sind. Ich weiß, ich bin jetzt natürlich herausgelaufen. Das bedeutet, wir müssen gleich sowas wie Stärke wieder neu aktivieren. Aber wir hatten auch dort einen Weg, einen Wasserweg in dem Fall, wo mit Surfer irgendwo hätte hinkommen können. Ich will jetzt natürlich wissen, wo das wiederum hinführt. Na ja. So. Das ist ein bisschen eine Sache schade, denn wenn man gerade sowas sieht wie Zerbrecher oder Zertrümmerer heißt es offiziell und Stärke zum Beispiel, da ist es sehr simpel, einfach auf das drauf zu klicken mit A und dann wird es ausgeführt. Wohingegen auflockern muss man erst ins Menü gehen, um das Ganze dann so zu aktivieren. Ein Schritt einfach. Nicht nur ein Schritt, eigentlich mehrere Schritte mehr, die man machen muss. So, hier haben wir jetzt das Wasser. Und da würde ich ganz gerne wissen, was ist denn hier? Okay, ein Pokéball. Lichtlem, what? What is this? Es war in der Itemtasche. Lichtlem. Ein Item zum Tragen verlängert die Dauer von Lichtschilden. Ha, interessant, aber nicht hilfreich. So, nochmal ganz kurz hier zum Topschutz zurückgehen, denn falls wir wieder einen neuen anlegen müssen, weiß ich nicht, wie das Spiel schon von der Entwicklung ist. Ob es dann automatisch einen fragt, ob man das nächste einsetzen möchte. Okay, da hinten ist noch was. Hier ist noch mal was. Aber scheinbar mehr auch nicht. Nein, never mind. Hier ist noch ein Weg nach oben weiter. Wäre zumindest ein bisschen schade, wenn man von hier aus nicht weiterkommen könnte. Okay, hier kriegen wir dann so die merkwürdigsten Sachen so ein bisschen entgegengeworfen, denn wenn man ganz ehrlich ist, für einen Beleber wollen wir jetzt eigentlich nicht hier hinrennen, um Sachen zu verschieben und rüber zu schwimmen. Also da ist so ein bisschen der Aufwand fast verschwendet. Die anderen Sachen gingen in Ordnung, aber für einen Beleber? Never. Okay, also hier scheint es nicht weiter zu gehen. Also scheint die Idee wirklich zu sein, über Erzlingen da irgendwie hinzukommen. Nicht ewig genau. Dann finden wir doch mal raus, wie man von hier aus dorthin kommen soll. Also ich gehe mal von aus, einfach hier diesen Weg einschlagen. Dann ist das jetzt hier der Berg? Das ist der Berg, genau. Hier ist man jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr gewesen. So, dann haben wir jetzt hier gleich eine Surfermöglichkeit. Würde ich mal sagen, probieren wir die aus. So, und ebenfalls, bevor ich es vergesse, gehe ich ganz kurz hin. Schmeiße einfach mal einen Topschutz rein. Und dann gucken wir mal, wo es jetzt hier hinführt. So, ich gehe mal von aus, hier müssen wir jetzt ein bisschen clever sein, sonst fallen wir dann nicht runter.
Alles Gute ist, Horst kann Kaxa einsetzen. Und ich war natürlich jetzt so frei, dadurch, dass ich den Weg jetzt nicht mehr kenne, und habe einfach mal Lauch wieder rausgenommen und die Cutter mitgenommen. Okay, das ist jetzt definitiv alles neu für uns. Ich gehe davon aus, dass wir ab einem gewissen Punkt auf all unsere lustigen Freunde wieder treffen werden. Ja, das war irgendwie zu erwarten. Diese einzelnen, losen Steine, die man nicht zerstören kann mit Zertrümmerer oder ähnliches, die schreien meistens danach, dass da mal irgendwas drin versteckt ist. Also ich hoffe mal, dass hier nicht irgendwelche doofen Schieberätsel im Start sind. Denn das ist so die eine Sache von Generation 1 ganz speziell, die mich immer so ein bisschen gestört hat, diese Siegesstraße irgendwas da rumgeschiebe zu machen. Das ist zwar nie schwer gewesen, aber jedes Mal, wo ich es dann wieder gespielt habe, wo geht's hier hin? War es immer so eine Situation, wo man sich nochmal realisieren muss, okay, was muss ich jetzt hier nochmal genau machen? Okay, also haben wir hier eine Alternative, an diesen Gegenstand zu kommen. Hätten aber auch da irgendwie hochkraxeln können. Also so wirklich toll ist es dann auch wieder nicht. Gerade vor allem, weil jetzt Steine zurückgesetzt worden sind und man Stärke wieder aktivieren müsste. Das Übliche halt. So, war jetzt hier irgendwas? Aha, okay. Steinhagel. Das ist, ehrlich gesagt, gar nicht mal dumm. Schutz wirkt nicht mehr. Yep. Denn es gibt immer wieder Situationen, wo man vielleicht eine Gesteinsattacke braucht, aber kein Gesteins-Pokémon haben möchte. So, was liegt denn da oben? Das sieht natürlich so ein bisschen ulkig aus. Mhm, da war mal was. Es schreit, als soll man erst jetzt da langlaufen können. Ach no. Schauen wir uns doch einmal dieses Loch an. Einmal bücken bitte. Mein fachmännischer Spürnase sagt mir, dass hier einst eine Wand mit einer Höhlenmalerei den Weg zur Spitze versperrte. Sie ist jetzt weg. Naja, sie liegt ja da am Boden. So habe ich das erkannt. Sicher ist das meine akademische Beweisführung, klar. Seitdem die drei Pokémon der Seen von diesem Team gefangen wurden, seitdem passiert gar Schreckliches. Aber auch mein überragendes Genie liefert keine weiteren Antworten. Der Ursprung dieses Übels ist aber klar. Es ist Cyrus von Team Galactic. Und nun sind wir alle in dieser Sache verstrickt. Wir müssen weiter. Aber tu dir nicht an dem Geröll hier weh, ich bin vorhin gestolpert. Sei ein guter Trainer, beweise, dass du es in dir hast und schreite voran. Haha, es ist gut, du kannst dich entspannen. Der Probe habe ich dich unterzogen, um zu zeigen, dass du mir überlegen bist. What? Verstehst du, überlegen, wenn auch mein Geist etwas schärfer sein mag. Auch die Commander sind mir überlegen und dieser Cyrus. Ich komme an Team Galactic einfach nicht heran. Du musst es aufhalten. Nur dir ist es möglich. Ich kann dir nur dies mitgeben. Vor langer Zeit gelangt es während einer Untersuchung in meinen Besitz. Die Schflöte. Mhm. Bitte, halte Team Galactic auf. Ja, erzähl mir bloß nicht, was es ist. Okay, ich konnte vor kurzer Zeit nicht mich voranbewegen. Ah, boy. Irgendwas hier Interessantes versteckt. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, ich könnte zwar pingen, aber habe ich auch keine Lust. Okay, also oben wirkt wie der richtige Weg, dementsprechend gehe ich erst mit den falschen. Mhm. Ja. Also auch hier wieder so ein Bereich, wie in Trostu so ein bisschen, wo man sich so ein kleines bisschen umgucken kann und hier und da mal was finden darf. So, ich gehe mal davon aus, dass wir erneut gegen Cyrus hier kämpfen. Okay, und ich glaube, der Richtige ist am Start, um die hier besiegen zu können. Wir Rüpel haben zwei Aufgaben. Zum einen dafür zu sorgen, dass unsere Operation am Gipfel gelingt und zum anderen das Fernhalten jeglicher Eindringlinge. Okay, was hast du denn? Ein Skunkapu, genau. Und dementsprechend ein Weißbrot. So, ich denke, es ist vielleicht so ein bisschen aufgefallen. Alle Pokémon. Ach nee, Toxin. Come on, dude. Ach, ich habe, glaube ich, keine neuen Gegengifte gekauft. Deswegen, das ist das Nervigste an Statusveränderungen. Dass sie auch außerhalb vom Kampf weiterhin existieren. Ich kann das nicht akzeptieren und ich werde es auch nicht akzeptieren.
So, was folgt denn hier jetzt? Okay, sofort wieder neue Gegner. Hallo. Unsere Zeit ist gekommen, die Zeit des Team Galactic. Ich warte nur drauf. Erste Runde, erster Zug, gleich wieder mit Tox. Ah, okay. Wir haben Bird. Level 43. Das ist nicht zu unterschätzen. Horrorblech. Look at this. Das wird ihm zwar definitiv nicht helfen, aber Weißwurt könnte jetzt nicht mehr ausgetauscht werden. Das heißt, hätten wir auf Danny wechseln, ist es aktuell nicht mehr so einfach möglich. Aber schön, nicht notwendig. Wann ist meine Zeit eigentlich gekommen? Okay, hier geht es raus. Oh boy. Meine Frage ist, ob ich jetzt so clever bin und gucke, für den Zeitpunkt, wo wir hier draußen sind, einfach mal auf Schattenmensch zu wechseln. Aber das, falls irgendwelche Schnee-Pokémon kommen, oder Eis auch offiziell genannt, dass sich Schattenmensch darum kümmern kann. Nur was aber, wenn wir dann jemanden sehen sollten, können wir dann immer noch mal wieder rüber wechseln. Aber scheinbar, das ist das Gute, wir müssen wirklich weiterhin ins. Okay, hier geht's wieder rein. Aber bin natürlich jetzt trotzdem gucken. Auf jeden Fall das Gute ist, dass man hier wirklich nur auf Gegner scheinbar trifft, wenn man auch hier in dem Fall in dem Gras herumtrollt. Okay, das ist natürlich dann hier schon sehr einladend, dass da irgendwas sich versteckt. Und sonst irgendwas Interessantes hier? Hier ist nochmal eine Höhle. Auch das ist der Kraterberg. Hier können wir hochkraxeln. Und da warten neue Gegner. Alles klar. Das war jetzt also nicht ein Auftrag, den Schattenmensch erfüllen musste. Das ist gut. Und weiter geht's. Unsere Zeit wird kommen. Eine Zeit nur für uns. Und dich werden wir zurück in eine Zeit schicken, in der du noch nicht mit dem Training begonnen hast. Und dann? Ein Hunduster. Okay. Das ist uns natürlich angenehm. Weißbrot wird nämlich hier keine Probleme haben. Maximal, ja. Itemsperre. Maximal nur die Geschwindigkeit ist ein Problem. Aber spätestens, wenn der Surfer abbekommt, Ende im Gelände. Zumindest für das Vieh. Als nächstes ein weiteres Hunduster. Ich denke, ist klar, wir werden einfach mal bei Weißbrot bleiben. Und gucken. Ja. Meinem. Oh. Ein Feuerzahn reingebissen, ey. Das ist, glaube ich, das erste clevere Hunduster, was Team Galactic hat. Die anderen haben immer Schnüffler oder hier in dem Fall Itemsperre eingesetzt. Na gut. So, ich denke, das ist sogar relativ gut für uns, denn Weißbrot ist nun mal der Gift-Pokémon-Killer. Und dadurch, dass die halt nun mal sehr viele von denen haben, jedes Level up für den finalen Kampf ist nicht schlecht. So, für Golbat würde ich dann trotzdem aber mal sagen, wir wechseln rüber zu Danny. Denn Golbat ist nun mal schnell. Kann verwirren, und da jemanden zu haben, der so ein bisschen mithalten kann. Oder besser, überhaupt mithalten kann. Sehr schick. So, wir wollen Donnerzahn. Man sieht auch, 6 Level Unterschied, selbst bei dem schnellen Golbat helfen so überhaupt nicht. Sehr gut. So, dann gucken wir mal, wenn ich nicht in den Stein renne, was hier als nächstes auf uns wartet. Also, das wirkt wie der richtige Weg. Wo ich mich frage, was die andere Höhle oder dieser andere Eingang zu sagen hatte. Wir, Team Galactic, sind allmächtig. Nur ein Tor würde dem mächtigen Team Galactic trotzen. Aha, ein Tor. Also, ihr wäret nicht die beste Fußballmannschaft, wollt ihr damit sagen? Vielleicht. So, wieder mal ein Skankapoo. Da habe ich auch wieder mal keine Lust, weil es schon wieder nach Schreitoxen.
Memento Mori, what? Angriff sinkt stark. Huh. What? Okay, damit hätte ich so... Aber das ist ja gar kein Ziel. Okay. Dann wechseln wir auch hier schön wieder rüber. Die Attacke habe ich noch nie gesehen. Das ist auch eine sehr interessante Entscheidung. Ich gehe mal davon aus, dass da nicht wirklich viel nachgedacht wurde, AI-technisch. Denn in einem normalen Kampf, ich, wie gesagt, sehe, wo die Stärke theoretisch wäre von dieser Attacke. Aber er hätte davon rechnen oder damit rechnen müssen, dass wenn er das Goldbird bringt, dass er jetzt auswechseln würde. Den Mächtigen nicht entgegenzutreten ist die wahre Torheit. Hat er das gesagt? Ich hoffe es mal. So, irgendwas sonst noch hier? Da ist wieder ein Weg. Kann ich da hoch? Kann man Kraxler so nutzen? Dessen bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber vielleicht ist der Witz auch hier, dass man da gar nicht von unten nach oben sich arbeiten soll. Okay, das wirkt wie der falsche Weg, aber hey, ein Mondstein. Nicht, dass ich das dringend bräuchte. Denn wir sind hier nicht in dem Let's Go Pikachu Let's Play. Da hätten wir es gebraucht. Ich will jetzt immer, wo der Eingang ist. Ihn zum Teil relativ einfach zu übersehen. Okay, also das war der falsche Weg. Natürlich interessant. Dann war der einfache doch der richtige. Denn ich denke, dass wir zwischen von hier unten dann... Ja, das ist immer noch zu hoch. Oder die Sache ist, dass Kraxler tatsächlich auch im Wasser einsetzbar ist. Das ist gut möglich. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es... Ja, das geht da einfach nur drum herum. Und man könnte sich im Endeffekt das Stärke einsetzen sparen. Müsste aber damit leben, dass vielleicht Pokémon einem entgegenkommen. Was bei mir nicht passieren würde, ich denke es. So, da ist es. So, und jetzt sind wir da unten. Haben hier die Möglichkeit, nochmal kurz hochzugehen, um ein bisschen Sternenstaub einzusammeln. Da freut sich die Nase. Wie schnell Schutz aufgebraucht werden kann, das ist bereits Top-Schutz. Ich mir schon wieder frage, was sind die Einheiten? 50, 100 und 52 oder 150, 52, irgend sowas. Ich bleibe dabei, das ist zu wenig. What am I supposed to do here now? Denn ich habe alle Pokémon bei mir. Ich habe alle VMs, die ich bisher kriegen konnte, bei mir. Richtig? Ich meine, ja, Felswände steht ja auch nur dabei. Das ist zum Auflockern von Nebel. Surfer funktioniert so nicht. Ich meine, uns fehlt die 7, aber die haben wir bisher so überhaupt nicht angetroffen. Ich war mal so frei und habe einfach mal schnell nachgeguckt, ob es irgendwas gibt, was ich übersehen habe. Oder ob man hier noch hätte nicht sein dürfen. Aber scheinbar ist es schon der Fall. Aber ich habe einfach was übersehen. Und zwar der Witz ist, ich muss hier runter. Und zwar gibt es hier einen weiteren Weg, den man gehen kann. Den habe ich so überhaupt nicht wahrgenommen. Das ist unsere letzte Operation. Niemand wird uns in die Quere kommen. Ha, unsere letzte Operation. Ich dachte, die Idee ist, dass die dann alle neu starten. Oder sind die sich alle bewusst, dass Cyrus die nicht mitnehmen wird? Okay, Golbat. Das ist ein bisschen unangenehm. Aber ich bin auch mal ganz kurz so frei und wechsle mal schnell rüber. Auf jemanden, der damit schneller zurechtkommen sollte. Keine Ahnung, wie sehr hilfreich wirklich Bedroher ist. Oh, Pokéball, okay. Immer natürlich meint, so die Zeit zu verschwenden. Soll mir das eigentlich wieder mal nur recht sein? Alles, was hier an Schaden oder Statusveränderungen mir entgegengeworfen wird, ist nur störend. Ideal. Also wenn man sieht, dass einer mit einem Pokémon nur mit Level 43 ist. Du hast die Vorzeichen umgekehrt, das ist die einzige Behinderung. Dann haben wir hier aktuell noch meines Erachtens ein ganz gutes Spiel, aber ich bin mir halt noch nicht so sicher, ob
Cyrus da so einfach mitspielt. So sollte ich da hoch? Es scheint so. Der Schutz ist mal wieder weg. Gucken wir doch mal ganz schnell, ob wir mal wieder eins einsetzen. Gott damit. Ich brauche keine Stückchen. Gib mir irgendwas Cooles. Von mir aus auch sind Pokebälle. Also vielleicht nicht Standard-Pokebälle, aber halt normale Bälle. Hey, in Ordnung. Meinst du nicht, dass du mit deinem Erfolg Menschen unglücklich machst? Nur deinetwegen geht es Mitgliedern von Team Galactic so schlecht. Wenn ihr natürlich nach Erfolg bezahlt wird, dann habt ihr so ein bisschen geschissen, ja? Kramux. So, ich hoffe mal auch, dass dieses Kramux sich so ein bisschen dumm anstellt. Und in erster Linie versucht, einen mit Horrorblick verhöhne. Das ist auch in Ordnung. Und das führt nur dazu, dass ich von nun an nur noch Angriffsattacken einsetzen kann. Oder Angriffs-Moves. Und dadurch, dass alle meine Pokémon das nur können, passiert im Endeffekt rein gar nichts. Ein Charmian. Habe ich irgendwas, um Charmian schnell auszuschalten? Also was, ich werde mal ganz kurz hier einfach auf Rally Over diesbezüglich wechseln. Und ihn einfach mal ein Erdbeben machen lassen. Wir haben ja gelernt, dass das gegen die normalen Pokémon relativ effektiv ist, auch wenn es nicht effektiv ist. 42, immerhin. Liebreiz. Ist immer interessant, dass das immer passiert. Also funktioniert, sollte man sagen. Wo ich davon ausgehe, dass da... Das ist eine große Frage, ob es da eine gewisse Quote gibt, wenn man sagt, oh, übergreifend über alle Pokémon gibt es häufig eher männliche Pokémon als weibliche. Ich weiß, dass es bei Starter-Pokémon der Fall ist, aber insgesamt bin ich mir dessen nicht bewusst. So, und dann nochmal ein Kramux. Das soll mir recht sein. Also würde ich sagen, dass auch nochmal hier Danny nochmal hin darf. Und das ist wieder so niedrig vom Level. Das ist ja niedlich. Ja, manchmal dauert das so ein bisschen. Ich hätte euch nicht sagen können, dass das Vieh angeblich mehr HP haben sollte. Aber, hey. Siehst du, jetzt bin ich todtraurig. Oh, armes du. Gut, ziehen wir weiter. Aha, okay, da unten wartet ein ganz normaler Kollege. Ich gehe mal davon aus, dass ich diesen ganzen Kämpfen nicht einfach mal so ausweichen darf. Ich fasse es nicht. Du hast mich bis hierher verfolgt. Lass uns kämpfen. Wer bist du? Bist du der eine Kollege, der die Bombe da gezündet hat und dann weggerannt ist? Vielleicht. Glibunkel. Okay. Glibunkel könnte theoretisch von Cutter ausgeschalten werden, aber... Das werde ich mal ganz kurz nicht weiter verfolgen. Mach mal einen Lehmschuss. Oh, Tiefschlag. Also bei Weißrot müssen wir vielleicht mal so ein bisschen gucken. Und bei dem, bevor das große... Der große Kampf hier stattfindet, dass wir den nochmal heilen vielleicht. Oder vielleicht wäre es ganz schick, wenn wir auf jemanden treffen könnten, der uns hier heilen könnte. Ein weiteres Glibunkel. Ist es clever, auf Cutter zu wechseln? Ich probiere es einfach mal. Nur was aber, wir haben Beleber gesammelt. So, fliegen. Tiefschlag. Ist das Unlicht? Das ist kräftig Unlicht, ja. Shoot. Das hatte ich jetzt gar nicht so richtig in Erwägung gezogen. Ich dachte, oh, oh, das ist bestimmt ein Kampfmove. Aber auch hier muss ich sagen, bin ich überrascht, dass Glibunkel... Also, es ist vermutlich Tiefschlag. Deswegen hat er als erster angegriffen. Und jetzt wieder um der zweiten Runde nicht. Und nochmal ein Skunkapo. Das bedeutet... Weißbrot nochmal bitte. So, also wie wir wissen... Unten steht noch eine weitere Person, die den Eingang, Ausgang, wie auch immer, blockiert. Das heißt, also gegen den müssen wir auch noch kämpfen. Die Frage, wie viel mehr kommt denn hier noch? Och Gott, wieder meine Vergiftung. Hurra. So, ich hoffe trotzdem, dass der Schuss ausreicht. Yes. Oh, nochmal ein Volltreffer oben drauf. Das weiß, wovon die auch angekotzt. Sehr gut. Wie bist du nur so stark geworden? Ich würde mal sagen, Grinding ist das magische Wort. So, ich war natürlich so clever und habe einiges an Zeug gekauft, damit wir gerade solche Situationen
nicht konstant zurücklaufen müssen, aber ich hätte eine Sache zum Nachhinein vielleicht noch machen sollen. Und vielleicht noch mal ein paar mehr Tränke kaufen sollen. Wir haben keine Supertränke mal am Start, oh boy. Meine ist nicht so... Ernsthaft? Man wird jedes Mal rausgeworfen, wenn man einen Trank einwirft? Oh. Okay. Das soll es jetzt erstmal tun. Okay, das war schon mal richtig. Aber zum Glück kommen da auch scheinbar nicht mehr allzu viel mehr. Dann nehme ich sogar dankend an. Meine Frage ist, wo würde es hier unten lang gehen? Sein Bewusstsein erstmal. Richtig, du bist absolut recht. Du hast absolut recht, ich habe mich völlig verlaufen. Tu mir nichts. Ich bin nur ein armer Rüpel ohne Pokémon. Aha, okay. Finde ich immer lustig, dass da einfach jemand im Weg steht und wir dann da einfach nicht weiterlaufen dürfen. Haben wir jetzt damit einfach geschissen. So, jetzt liegt das so ein bisschen offensichtlich da, dieser eine im Weg. Der Schwächen zerstören wir auch den nochmal. Vielleicht mal einen Supertrank oder ähnliches. Heilpuder. Ich glaube, dieses ganze Puderzeug sollte man nicht nehmen, weil es gut heilt und, glaube ich, auch günstiger wäre, wenn man es kauft. Aber ich glaube, das macht die Pokémon unglücklich und das muss ja nicht sein. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Hier könnte man wieder... Moment, hätte ich hier von Anfang an hochkraxeln können? Oder runter? Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Ich sehe schon nicht mal durch. Ah. Schutz wirkt nicht mehr, great. Also das ist so ein Dungeon, das mir bisher so ein bisschen missfällt, weil es sehr unübersichtlich ist. Ist das jetzt der richtige Weg? Doch hier war ich doch schon mal. Und jetzt? Dann gucke ich jetzt mal, was kommt, wenn ich da wieder hocharbeite und an dir vorbei geht's nicht. I don't get it. Deswegen, ich war jetzt da unten. Aber die kann man wirklich zum Teil sehr einfach übersehen. Habe ich vielleicht wieder irgendeinen Weg übersehen, den man hätte einschlagen können alternativ? Aber der Kollege sitzt da jetzt einfach im Weg und sagt, nö. Mann, ich kann hier unten nochmal was wegprügeln. Warum liegst du überhaupt dort, wenn ich das so gerade so sagen darf? Denn hier ist nichts. Man konnte einfach an der Seite vorbeilaufen. Manchmal soll das vermutlich nicht allzu clever sein. Jetzt habe ich den allen auf die Nase gehauen, nur um dann nicht mehr vorbei zu dürfen? Und deswegen, jetzt laufe ich ja mehr oder weniger die Ehrenrunde hier. Aber ich sehe nicht, was ich hier hätte machen sollen. Warum bin ich hier überhaupt rein? Wieso, was muss ich machen, damit es wieder... dass ich da weitergehen darf? Deswegen, wenn man zum Beispiel zurückerinnert an die Entons. Man konnte nicht nach Norden, ging dementsprechend einfach nach Osten weiter. Und dann war das geregelt, aber hier ist der Fall. Ich habe jetzt meine Sachen sehen, offensichtlich einen Weg genommen, nur um dann jetzt hier zu stehen und nicht mehr weiter zu wissen. Weil der eine Kollege im Weg steht und keinen wirklichen Hinweis gibt, warum er nicht dort mich durchlässt. Hätte ich da irgendwie mit den Steinen interagieren sollen? Ich verstehe auch zum Beispiel nicht, warum ich hier überhaupt hingehen kann. Außer, dass da vermutlich wieder was irgendwie... Nope. Nicht mal das ist der Fall. Okay, da oben ist vermutlich mal nochmal irgendwas versteckt gewesen. Ja, also ich werde vermutlich jetzt mal reinlesen dürfen für den nächsten Teil, was zum Kuckuck ich jetzt hier falsch mache. Denn... man irrt hier so ein bisschen rum, hat keine Ahnung, wo man genau hin muss. Aber so wie ich das halt bei dem ersten Break, den ich vorhin gemacht habe, gesehen habe, ist das weiterhin richtig. Also man muss nicht irgendwo erst woanders hin noch irgendeinen Arena-Leiter machen, sondern das ist die nächste richtige Station. Aber warum ich hier so viele Probleme habe, ist mir nicht wirklich bewusst. Okay, kommen wir jetzt zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal irgendwie weiter voranfinden. Bis dann.